Kann ich zahlen und werde nicht bezahlen. Genau das hat er zu mir gesagt. Die Pappnase hat mich mit den Decks ausgenommen und sie dann mit seinem fetten Wanst platt gemacht. Ein Unfall, hat er gesagt, ein Unfall. Das war niemals ein Unfall. Dieser Penner Props hat das extra gemacht. Nein, ich glaube nicht, dass Props mit Absicht... Der Penner hat es absichtlich getan, ihr Schott. Er hatte diesen fiesen Blick in seinen Augen, der ganz deutlich sagte, ich schmeiße jetzt meinen fetten Körper auf 9 Stacks. Mit Absicht. Okay, Jungs, Klappe zu und zuhören. The Man hat euch etwas zu sagen. Guten Morgen, Gentlemen. Paranagua in Mittelamerika. Ein Paradies für Kaffeebohnen, äquatoriale Regenwälder und erstklassiges Kokain. Die Drogenkartelle gewinnen immer mehr an Macht und Einfluss. Auf den Weltmärkten ist der Anteil an paranaguanischem Kokain in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen. Obwohl die Regierung sich selbst immer noch als starke Hand des Landes darstellt, ist sie längst entmachtet. Die Kartelle führen die Amtsgeschäfte. Und der Rest der Welt sitzt auf seinem selbstgefälligen Arsch und schaut tatenlos zu. Das muss aufhören. Und Sie sind die richtigen Männer, um es zu beenden. Die beiden Hauptfiguren in der paranaguanischen Drogenwelt sind das Morida-Kartell, das seinen Sitz in der nordparanaguanischen Stadt Morida hat, und das Pereira-Kartell aus dem Osten. Wir konnten die Hauptproduktionsstätte des Morida-Kartells ausfindig machen. Ein Drogenlabor am Fluss Aguadas. Von hier werden die Drogen in die Stadt Virida transportiert, von wo sie per Schiff durch den Panama-Kanal nach Florida gelangen. Ich möchte, dass Sie die Drogenfabrik des Morida-Kartells zerstören und die Flut an Kokain stoppen, die unser Land überschwemmt. Das ist alles. Viel Glück, Gentlemen. Okay, dann wollen wir The Man mal den kleinen Gefallen tun. Los geht's. So geht das, Holmes. Was machst du, Holmes? Käfer. Ja, oh, klasse, Holmes. Stick dran, ihr Mistkäfer. Was? Ja, genau so geht das, Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes. Stick dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Holmes. Was machst du, Holmes? Ja, oh, klasse, Holmes. Machst du, Holmes? Ja, genau so geht das, Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes. Was machst du, Holmes? Geh verdammt noch mal aus dem Weg, Holmes. Ja, genau so geht das, Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes.
Das ist die falsche Richtung, Holmes. So geht das, Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes. Erstickt dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes. Erstickt dran, ihr Mistkäfer. Ja, genau so geht das, Holmes. Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes! Nach rechts, Holmes. Nach links, Holmes. Einfach weiter geradeaus, Holmes. Nach rechts, Holmes. Erstickt dran, ihr Mistkäfer! Einfach weiter geradeaus, Holmes. Die Panzerung sieht noch nicht mal so schlecht aus, aber wir sollten trotzdem noch ein paar Platten dranhängen, nur um sicher zu gehen. Doc meint, ich wäre nächstes Mal mit dem Hub... Ich kann mit Freude melden, dass alle taktischen und Kommunikationssysteme voll einsatzbereit und online sind.
Da hast du's. Da hast du's. Da hast du's. Ich sag's dir ja nicht gerne, Holmes, aber du gibst kein besonders starkes Bild ab da draußen. Ich fürchte, du musst dich noch etwas mehr anstrengen im Einsatz. Und wie läuft's so, Holmes? Dieter sagt, du stellst dich ganz sauber an. Was höre ich denn da? Dieter würde Sauberkeit nicht mal erkennen, wenn er dran lecken dürfte. Ich meine, wie kommt gerade er dazu, über irgendwen zu urteilen? Kümmer dich gar nicht um diesen Dieter, Holmes. Geh du mal schön deinen eigenen Weg. Okay, Jungs, Klappe zu und zuhören. Wir müssen schnell handeln diesmal. Ihr habt zwar prima Arbeit geleistet und die Koksfabrik des Morida-Kartells in Schutt und Asche gelegt, aber ein LKW-Konvoi mit Kokain im Straßenwert von etwa 6 Millionen Dollar konnte noch entkommen. Ihr müsst diese Wagen aufhalten, bevor sie Wichita erreichen, von wo sie das Zeug auf einen Frachter nach Florida verschiffen wollen. Abmarsch in 10 Minuten. Also kommt in die Gänge, Jungs. Der Spaß geht los. Genau so geht das, Holmes. Geh verdammt nochmal aus dem Weg. Ja, oh, klasse, Holmes. Geh verdammt nochmal aus dem Weg, Holmes. Gute Arbeit, Jungs. Jetzt ab zum Treffpunkt. Oh, klasse, Holmes! Was steckt dran, ihr Mistkäfer? Einfach weiter geradeaus, Holmes. So geht das, Holmes. Nach links, Holmes. Einfach weiter geradeaus, Holmes. Nach rechts, Holmes. Einfach weiter geradeaus, Holmes. Nach links, Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes! Einfach weiter geradeaus, Holmes. Hast du's. Dafür hast du nicht genug Asche, Holmes.
Ich sag's dir ja nicht gerne, Holmes, aber du gibst kein besonders starkes Bild ab da draußen. Ich fürchte, du musst dich noch etwas mehr anstrengen im Einsatz. Besorgt dir neue Decks, nein. Besser als die alten. Und sie kosten dich nur einen Riesen. Was erzählst du mir da, Mann? Du meinst, du ersetzt mir die Decks, die du niedergemacht hast, und ich darf $1000 für das Vergnügen zahlen? Ist es das, was du mir sagen willst? Ich will dir sagen, dass diese Decks die besten sind. Die Numero Uno aller Decks, die Mutter aller Decks, sie sind... Ich höre dir überhaupt nicht zu. Ich glaube einfach nicht, was du da abzuziehen versuchst. Was denkst du eigentlich, mit wem du hier redest? Okay, Jungs, Klappe zu und zuhören. Die Lage in Muwanda wird einfach nicht besser. Der letzte verbliebene Stammesfürst, Kanaan Isiolo, hat medizinisches Personal und Journalisten als Geiseln genommen. Zusammen 15 Leute. Sie werden in Isiolos Stützpunkt in Zentral-Muwanda festgehalten, direkt westlich der Kariba-Berge. Gerade das medizinische Hilfspersonal wird in der Gegend dringend gebraucht, um die Cholera-Epidemie zu bekämpfen, die dort vor kurzem ausgebrochen ist. Schätze, ihr könnt euch schon denken, was zu tun ist. Wir müssen sie rausholen. Also macht euch marschbereit, Jungs, der Spaß geht los. Genau so geht das, Holmes. Was machst du, Holmes? Ja, geh verdammt nochmal aus dem Weg, Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes. Holmes, was machst du, Holmes? Ja, genau so geht das, Holmes. Geh verdammt nochmal auf... Ja, oh, klasse, Holmes! In Sicherheit, Holmes. Ja, oh, klasse, Holmes. Was macht ihr? Stickt dran, ihr Mistkäfer. Geh verdammt nochmal aus dem Weg, Holmes. Ja, genau so geht das, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes.
Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Er ist in Sicherheit, Holmes. Gute Arbeit, Jungs. Jetzt ab zum Einfach weiter geradeaus, Holmes. Nach links, Holmes. Einfach weiter geradeaus, Holmes. Nach rechts, Holmes. Einfach weiter geradeaus, Holmes. Nach links, Holmes. Einfach weiter geradeaus, Holmes.
Da hast du's. Da hast du's. Da hast du's. Dafür hast du nicht genug Asche, Holmes. Da endlich mal ran. Noch ein, zwei Treffer und das Ding spielt Schildkröte auf dem Rücken. Wow, da haben Sie dir aber richtig tierisch einen eingeschenkt, Holmes. Der offizielle Niner-Ratschlag des Tages ruhig angehen lassen, Bruder. Sammel erstmal deine Murmeln wieder ein und du darfst niemals, wiederhole, niemals zu dieser Tür da rausgehen, solange du nicht völlig bereit dazu bist. Sieht so aus, als müsstet ihr beim nächsten Auftrag das meiste selbst erledigen. Ich habe zwar eine taktische Gefechtskarte des Gebietes, aber die eigentlichen Zielobjekte musst du mit Detour selbst finden. Aber ich werde euch nach Kräften mit so viel Informationen wie möglich versorgen. Detour hat sich bei mir beschwert über deine Leistungen da draußen. Und obwohl ich ihn kenne und weiß, wie er manchmal sein kann, vertraue ich doch seinem Urteil. Du solltest lieber mal gründlich mit dir selbst ins Gebet gehen und bald ein paar deutliche Verbesserungen an den Tag legen. Denn wenn sich die anderen Jungs auch noch beschweren, tut es mir leid, dann bist du draußen.